schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video, liebe Freunde. Heute reagieren wir auf die Roomtour von einer der größten TikTokerinnen auf dieser Welt, auf diesem Planeten. Sie und ihre Schwester Charlie und Dixie D'Amelio gehören zu den größten TikTokern aus den USA, eigentlich aus der ganzen Welt, liebe Freunde. Und was das bedeutet, bedeutet natürlich auch, sie sitzen auf einem Haufen Kohle. Dementsprechend erwarte ich sehr viel von so einer Roomtour, liebe Freunde. Eigentlich voll assi zu sagen, weil die reich sind, muss das Zimmer auch cool sein. Ja, auf jeden Fall geben wir uns jetzt mal ihre Roomtour. Ich bin mal gespannt, ob es so 0815 IKEA-Einrichtung wird oder ob es dann doch ganz nice ist. Macht euch gemütlich, lehnt euch zurück, holt euch was zu snacken, holt euch was zu trinken, macht euch einen schönen, entspannten Tee, Lagerfeuer euch an. Was gibt's Besseres, liebe Freunde? Ich würde sagen, ich begebe mich in mein Studio mit meinen Kopfhörern. Let's go, der Hase, in 3, 2, 1. Das ist natürlich auf Englisch, ne? Also strengt eure Synapsen an. Hello everyone, what is up and welcome back to my channel. And so, das hieß, hallo miteinander, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nein, Spaß, ich werde nichts übersetzen, ne? Also, ihr müsst euch schon Dings... Ich werde ein bisschen vielleicht übersetzen, aber ja, ich kann nicht alles übersetzen, logischerweise, liebe Freunde. Also, wenn ihr hier eure Englisch-Grundkenntnisse aus der Grundschule mitbringt, wäre schon ganz gut. I can actually say that, because I posted 2 videos already, which is kind of crazy. Today I'm doing a room tour video, because it was highly requested once people saw... Was ich aber gerade direkt am Anfang sehe, wenn man den Hintergrund so sieht, so krank besonders sieht es jetzt nicht aus, ne? Also... So ein kleiner Fernseher, schnuckelig, aber ich weiß nicht, wie alt ist sie denn? Sie müsste 18 sein und Charlie ist 16, ne, soweit ich weiß. Ja, okay, mit 18 I redid my room a little bit and it's very cool and I love it and it makes me very happy. And shout out to Tav for helping me put this amazing room together. Oh, and shout out to my mom placement for working with Tav to redo my whole room. Almost everything in this video is from Tav, so if you're wondering where something's from, go check out the Tav website because it will probably be there. Anyways, enjoy. Oha, das Video hat 15 Millionen Views, ne? 15 Millionen. Und dann ist es noch ein Werbevideo. Liebe Freunde, wir können hier mit einem Werbebudget von 500.000 bis 800.000 Euro rechnen, vielleicht? Könnte hinhauen, könnte hinhauen. Schon sehr, sehr stramm. Also... The video. Hello. We'll start over here for the room tour. So this is when you walk into my room at my door. My dog scratched that, but anyways. So this little box opens up and it's a jewelry holder. Oha! It holds my rings, necklaces. Okay, das finde ich anders geil. Das war so, als wäre das in die Tür eingebaut gewesen. Oder war das so eine extra Box? Das finde ich anders wild. Liebe Freunde, ich habe hier so einen Ständer für meine Ringe. Den Ständer hier. Das Ding. Ja, den finde ich schon ganz nice. Aber diese Box, liebe Freunde, die ist ja mal anders wild. Die finde ich echt cool. Bracelets, Earrings, all that. I haven't filled it yet. Aww. So that's Addison and I when we went to the Color Factory and these girls took a picture on a Polaroid and I asked for it. That's so cute. Oh. I bought my necklaces. I usually post when I get them, I post my... Oha, voll der wilde Flex. Die hat voll viele Ketten und so. Ich will auch. Nein, aber for real, sie hat... Ich bin halt auch so am Überlegen, ob ich meinen Ohrring öfter switchen sollte. Also ich kann das allgemein nicht. Ich muss mir das erstmal beibringen, den selber zu wechseln. Aber wisst ihr, ob ich den mal immer so wöchentlich oder so wechsle, dass ich dann anderen reinmache? Einfach so, damit die Abwechslung mehr da ist, aber kein Plan. Instagram, where I get my jewelry. I have all of that. Okay, you. So that's by my door. Then I have this little flue. I don't know what else to call it. Auch so that's nice. What I call it. And fühl ich. That's just rein. There. Then I have just random stuff, storage. So picture from when I played field hockey. I got this for my birthday, I think 2 years ago. And just pens. Oha, die Tasse sah voll klein aus, dann macht sie so ihre Hand rein und auf einmal verschwindet so der ganze Mensch da drin. Krank, Alter. Nightlight thingy, the skylight that makes the ceiling look really cool. Then that's my heater, which I sleep with every night. I like sleeping hot. And then I have a chalkboard wall. And then I have another floof. Then this is my closet. Boah, sie ist so schnell unterwegs. Aber der Schrank war einfach eine extra Tür. Also so mäßig begehbarer Kleiderschrank, ne? Sehr, sehr wild. Sind diese schwarz-blauen Schuhe da, die ihr gerade seht, sind das nicht diese Heelys, wo so diese Rolle hinten drin ist? Wo man dann so fahren kann, so... Wisst ihr, was ich meine? Die haben hinten eine Rolle drin. Ich hatte die auch damals, wo der Hype so krass war. Boah, da war ich 6. oder 7. Klasse. Da war der Hype anders da. Wow, und man hat Schulverweise bekommen, wenn man die in der Schule anhatte und so. Krass, zu wild. Put all my tank tops here. I don't really know another place to do it. And I hate folding tank tops, so I just hang them up. Shoes, all my heels. I have boots, sneakers, my Heelys. Ich hatte einfach recht. Oha.
Ey, ist das in Amerika noch ein Ding oder was? Also fahren die da noch viel mit diesen Heli-Dingern rum? Wie geil! Ich muss mir die auch mal wiederholen. Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das für so einen erwachsenen Menschen vielleicht dann doch so, vielleicht wird man dann doch ein bisschen komisch angeschaut. Kein Plan. Essential. More sneakers and more sneakers. Sie hatte einfach Sandalen, ne? Ehre. Alright, next we have my clothes closet and this. I actually spend a lot of time organizing and keeping organized, so this is probably the one consistent thing in my room that always stays clean. Well, this kind of looks weird. Bei mir ist immer der Schrank, der zu ist, also das da. Das ist der einzige Schrank, den ich habe, der zu ist. Bald soll hier noch so ein Schrank für meine Bürosachen hinkommen. Ja, den habe ich schon bestellt. Aber der Schrank ist der unordentlichste Schrank von allem in meinem Zimmer. Alles, was man sieht, ist ordentlich. Und das ist unordentlich. Naja. But it's another part of my hoodies. I have so many. So I just keep them and I hang these. Then my closet. So this is shirts. It's all color coordinated. The rainbow and then pattern. Gray, ja, black, ja, fühl ich, off-white fühl ich. And white. And then jeans. Ist bei mir normalerweise auch Color-Dings. Aber... ich habe Wäsche gewaschen und die sind da gerade zum Trocknen. Deshalb sind die immer zwischendrin, habe ich die zum Trocknen auch reingehangen. Color, these are more random pants. Black, gray, white, blue. From lightest to darkest. Super cool, super awesome. Then up here, just random stuff. I have hats there. And swimsuits, random stuff, clothes, but like probably skirts and shorts, because I don't really put that anywhere else. Ich sag euch ehrlich, es ist manchmal, ich höre so Amis reden und ich wünschte, ich könnte das auch so dieses, das hört sich so cool an. Als ob die uns Deutsch reden hören und sich so denken, nice. So will ich, das klingt nice. Niemals, die hören uns Deutsch reden und denken sich so, das ist schon eine Art von Mobbing. Da sollte sich... das ist so traurig. And now onto my bed. I bought this, then my mom bought that. Now I have two comforters, a bunch of pillows. These are silk pillows and they're so comfortable, except I fall off of them because they're very slippery, but I really like them. My bed bench. And then probably another one of my top favorite things in my room is my neon sign. Okay, ganz kurz. Wir müssen kurz über diese Bank reden. Diese Bank ist doch nur dazu da, um Dinge drauf zu schmeißen und die voll zu werfen, voll zu belagern mit Klamotten und so, oder nicht? Liebe Freunde, für was ist die denn sonst da? Für was sonst? Aber das Neon-Sign fand ich echt ganz nice, muss ich ehrlich sagen. Und das Bett auch. Hat auch so ein nices Ding, so ein nice Design. Super rad. Then, shelving. I have a lot of shelves. Not a lot of stuff to put on shelves, but I have travel makeup bag. Then, random thing. This is James Charles' brush kit holder. I bought his brushes the other day because I wanted them. Yeah. Then, Dermalogica box. Thank you. Another organization bin. Oh, and my rug. So this is my thinking putty and I play with this. Oh, das ist eine sehr geile Dings. Sehr geile Kameraeinstellung. Obwohl am Anfang hat sie auch so gefilmt, oder? Aber das ist eine sehr coole Kameraeinstellung. Das Zimmer sieht sau clean und nice aus. Und ich finde diese Regale, diese durchsichtigen Regale. Mashallah, ich finde die nice. Ich weiß nicht. Ich fühle die. Also sie würden bei mir gar nicht reinpassen, aber ich fühle die. Ich fühle die. Passt. Sieht aus wie so ein Laden, wie so ein Store, so ein bisschen da die Ecke. Not the same texture it was when I bought it and not the same color either. Yeah, I play with this a lot. It's probably one of my favorite things in my room. Was ist das? I said that for two things already. Knete, this is top three. So nail polish. Oh, I saw my closet too. Okay, top four favorite things in my room. I'd recommend getting some because it's good for stress. All right, next. Just some more cabinets, bins, and then all my makeup palettes. And then these are scrunchies, but they're like crazy scrunchies. I don't really use them that much, but they're so cool. Maybe if my hair was a little bit longer, I'd use them more, but they're fancy. Now to the cool part of my room that my mom really helped me out with, and I'm very thankful because it would have never gotten done and never looked the way it did. And that is my makeup desk. This is the lighting coming from the desk. So this is my makeup mirror. Nice. It's so pretty. And my makeup. So nice. I have brushes. Sehr cool. And a bunch. Ich glaube, wenn man das so sieht, das ist so ein bisschen Traum jedes Mädels, oder? So einen niceen Tisch mit diesen Glühbirnen so rechts und links und dann hat man so krasses Licht, wenn man sich schminkt und so. Das ist doch so, oder? Laber ich hier gerade Müll? Ich glaube, das ist so, oder nicht? Liebe Freunde, bunch of stuff, lip stuff, all that, and same over here. And then weirder Flex an der Stelle. Lip stuff, beauty blenders, lip helping stuff, lip gloss stuff, mascara. Then foundations and krank, such. Einfach nur krank. More stuff, wie viel das more ist, ne? Stuff. Super dope, super cool, love it. Then this is my dresser. I just have a little bowl. I have my TV, my dresser.
It's not really organized, so I'm not gonna look at the rest of the drawers, but it's just a bunch of random hoodies. Next, we're moving on to the bathroom. And eigenes Badezimmer im Zimmer. Ganz. Wilder Flex, liebe Freunde. Wow. And yeah, I have my own bathroom. I'm very lucky to have my own bathroom and I don't want to share with Charlie because she's messy. Then we have all my Clear Start and Dermalogica stuff. Cool. Keep it accessible. I don't have a toilet paper holder, so all my toilet paper just sits there. Junge, habt ihr das gesehen? Wie kann man so viele verschiedene Toilettenpapierrollen anbrechen? Das würde mich richtig verrückt machen. Aber alle sind so unterschiedlich. Kein einziges gleich oder so. Boah. There's my troll. Then I have some bath bombs. Next, teeth and face stuff and hair stuff. And then wichtig. Medication and nail stuff. Then we have my shower. I had a thing here for like my shampoo, conditioner and soap, but I broke it. So now it's right there. Hey, that's was my für hair scrubbing Badezimmer. To clean my scalp. And that's my room for the most part. I think I got everything. Oha. And this is my sister Charlie. I don't know if you know her. I just finished my room tour. What do you think of my room? Are you jealous? Charlie got involved. Ey, diese Schwestern, ne, das ist krass. Ich find's krass. Also am Ende des Tages sind's Menschen wie du und ich, ne? Aber sie sind an so einem ganz anderen Level. Sie haben einfach so einen Berühmtheitsstatus wie so ein, ja, Justin Bieber jetzt nicht, aber geht in die Richtung. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist so krank irgendwie. 16 und 18 Jahre sind die alt. Boah. We're gonna show you like how to use the shower that we have. Do you want to turn the water on? You just stand in here for like 10 seconds and just walk out. No soap, no nothing. Really convenient and time efficient. That's it. Bye. Thank you guys so much for watching and I hope you enjoyed the room tour because ja, war I'm nice. Super happy with it I hope it helps with inspiration because I know I watch these types of videos and ja, weiß jetzt nicht. Ich finde, das ist so krass. Man kann amerikanische Rooms mit deutschen Rooms einfach unterscheiden, ne? Also American Rooms erkennt man immer automatisch irgendwie. Obwohl die Einrichtung auch sehr deutsch ist, das was da so American ist, sind jetzt die Fensterrahmen, die Türrahmen und so weiter. Das ist so American Look. Ich finde das so krass, liebe Freunde. Sehr, sehr cooles Zimmer. Also mit 18, mein Zimmer mit 18 sah anders wack aus, sage ich euch, wie es ist. Sah ganz, ganz wild aus. Also überhaupt nicht nice. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo Bilder finde. Ich glaube nicht. Nee, ich will da gar nicht dran zurückdenken. Ich bin froh, dass ich jetzt so ein bisschen hier mein eigener Designer geworden bin und das so ein bisschen machen kann, wie ich will. Obwohl, da fehlt mir noch mein Bürokram, weil hier liegt voll viel Zeug rum. Das seht ihr zum Glück alles nicht. Aber, liebe Freunde, Zimmer sind eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Ich hoffe, ihr habt nicht so Struggles mit eurem Zimmer und seid glücklich mit eurem Zimmer. Und falls nicht, seid trotzdem glücklich. Schätzt das, was ihr habt. Und ansonsten, liebe Freunde, würde es mich freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut und supportet, dort ein Follow da lasst. Ich küsse eure Herzen. Dort können wir auch tatsächlich viel besser miteinander schreiben, da hier ja die Kommentare deaktiviert sind. Ehre, Kuss geht raus an YouTube. Und ansonsten könnt ihr auch gerne hier abonnieren und die Glocke aktivieren, denn es kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video. Also perfekt für euch nach dem Feierabend, nach der Schule. Könnt ihr jeden Tag ein Video euch reinziehen, falls ihr Bock habt auf diese Vibes, falls ihr es fühlt, liebe Freunde, mit euren Snacks, mit eurem Tee und dieses Entspannte. Lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Jahr noch stark wachsen. Am Nass-Zick-Zack. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ich küsse eure Herzen. Haut rein. Ciao. I got a lot to do. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do?